Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Inkirchen. Was ein bisschen klingt wie Inkirchen. Und warum muss ich das Spiel überhaupt laden, wenn es dann nochmal laden muss? Das macht überhaupt keinen Sinn. Fragen über Fragen, ob wir sie hier beantworten werden. Ich denke nicht. Incursion. Ein Tower Defense Game. Wer konnte damit rechnen? Und ein... Oh, ich habe ein Continue, aber wer... Nee, dann machen wir lieber mal Continue. Wenn ich schon noch einen Spielstand habe. Wow, der ist einfach mal an fast 2 Jahre alt. Krasse Scheiße. Okay, das Bonus-Level habe ich offenbar noch nicht gespielt. Wo geht's denn eigentlich los? Training Camp. Fangen wir da einfach mal an. Click here. Das kann ich. So, hier haben wir unsere Tower schon vorgegeben. Also allgemein bei dem Spiel sind die Tower-Spots eben vorgegeben. Und wir können uns nur entscheiden, möchten wir Footman, möchten wir Archer oder möchten wir Sorcerer. Wie viel Money habe ich denn? We must act. Without delay. Beziehungsweise man kann sich das auch nicht nur für einen überlegen, sondern ich kann auch sagen, ich hätte hier gern einen Sorcerer und 2 Footmen. Mhm. Also alles gar nicht so blöd. Achso, die kommen von da drüben, ne? Dann sollte ich vielleicht auch hier nochmal irgendwie was hinstellen. I'll give it a shot. I'll give it a shot, sehr schön. So, wir machen hier mal ein bisschen fast forward. Ready for action. Ah, I see. Yes, my lord. Also es macht definitiv Sinn, so Soldaten bzw. sortenreine Häuser zu bauen, wollte ich sagen. Weil man eben Fernkämpfer nicht unbedingt mitten auf der Straße stehen haben möchte. Oder zumindest sollte man nicht unbedingt Fernkämpfer und Nahkämpfer mixen. Kann man machen. My boy is ready. That's awesome. The time has come. Wäre jetzt aber eben nicht so meine super Empfehlung. Und man findet ab und an auch Stuff, also so kleine Sonderfertigkeiten. Das ist so mehr oder minder zufällig gesteuert, also die Gegner lassen das fallen. Das ist hier jetzt halt so ein Blitz, der einfach bei jedem Gegner auf der Map 100 Schaden macht. Hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen aufheben sollen. Andererseits, na, die machen das schon. Time is mana. Feuerwerk! Entschuldigung, das kam so aus mir raus. Also nicht das Feuerwerk. Oh Gott. Victory! Fantastisch. Ja, so läuft das Spiel prinzipiell ab und es gibt natürlich auch hier diverse Skills. Ihr seht schon, man kann hier diversen Stuff ausbauen. Nämlich die Bögen und die einzelnen Einheiten. Und man kann auch mehr Kohle rankriegen und so weiter. Also es gibt eben diverse Skills, die ich jetzt natürlich alle schon sehr weit ausgebaut habe in diesem Spielstand. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal... Graveyard of Evil Spirits. Das klingt doch nach was. Da gucken wir einfach mal rein. Das sieht sehr Graveyard-mäßig aus. Wir starten mit 600 und wir starten mit ein paar Sorcerern. Time is mana. Grab your sword and fight the horde. Ready for action. Let's get to fighting. So, und man kann die nämlich auch noch upgraden. Grab your sword and fight the horde. Ready for action. Was nicht nur empfehlenswert, sondern auch einfach nötig ist. Oh, oh. Oh.
Let's get to fighting. Alright, oh Gott, den kann ich. Yes, my lord. Okay, das machen wir mal noch nicht. Und ihr habt es vielleicht gerade schon ganz kurz gesehen. Es gibt dann auch einen Punkt, an dem man sich entscheiden kann. Also an dem eine Einheit in zwei verschiedene Wege abgegradet werden kann. Das hatte ich völlig vergessen. Das ist jetzt natürlich nicht so nice. Let's get to fighting. My boy is ready. Na gut, die kommen jetzt eben durch. Die kleinen Mistkröten hatte ich leider völlig ignoriert. The time has come. You have a target? I'll give it a shot. Ja, finde ich gut. Oh, da kommen auch zwei von durch. Okay, das ist natürlich lahm. Fatty McFatFat. Und jetzt kommen von da auch noch Viecher. Ich hätte gerne einen Warhammer. Eigentlich hätte ich gerne zwei Warhammer. Ich bin eingeschleimt. Nicht gut. Let's get to fighting. Gar haben die eine Reichweite, ey. Krasse Scheiße. Now you're endangered. Oh yeah, I am. So, die Warhammer sind ganz fertig. Jetzt müssen wir dringend mal was an den Magiern hier drehen. Jetzt nämlich demnächst noch fliegende Einheiten kommen, haben wir ganz schnell gelitten. None shall survive. Hab sowieso nur noch neun. Nee, mal Moment. Sowieso nur noch 10 Leben. Vielleicht fällt es ein bisschen auf. Ich habe hier gerade nicht so den Ultraplan, was ich mache. Ne? Ich probiere das einfach mal so ein bisschen aus. Ich habe noch so ganz grob Sachen im Hinterkopf, aber auch nicht mehr alles. Wie gesagt, es ist fast 2 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber so ein paar ganz grobe Sachen weiß man dann zumindest noch. Aber auch längst nicht mehr alles. Also ich bin glücklich, wenn wir die Map hier überhaupt schaffen. Da fängt es nämlich schon wieder an. The time has come. You have a target? Kann ich irgendwo noch einstellen, auf wen die so schießen sollen? Jetzt habe ich die dann natürlich super positioniert, ne? Hier. The time has come. You have a target? Das ist natürlich mies, wenn der Gegner auch selber Bogenschützen hat. Das kann sehr schnell unschön werden. I'll give it a shot. My bow is ready. Fantastisch. Gott, haufenweise Viecher. Ready for action. Die hatte ich völlig vergessen. Die sind auch sehr unschön. Die beschwören nämlich massig Viecher. Aber dafür haben sie jetzt auch ein paar Spells gedroppt. Das sollte mir das Leben ein bisschen vereinfachen. Nämlich einfach mal sehr elegant Pfeilwolke draufsetzen und dann läuft der da einfach durch. Das ist natürlich nicht so geil, so war das nicht gedacht. Aber einfach mal bitte dahin. Hatte ich nicht auch gesagt, man sollte nicht so unbedingt. We must act.
None shall survive. Without delay. Grab your sword and fight the horde. Einfach mal kurz sämtlichen Gegnern 100 Schaden gemacht. Das war, glaube ich, ganz gut. Oh, was macht das hier doch gleich? Stops all enemy units on the battlefield for 15 seconds. Einfach die Gegner mal stunnen für 15 Sekunden. Das ist natürlich ganz nice. Sehen wir uns vielleicht für die letzte Runde auf. The time has come. Eat mortar. I'll give it a shot. Healing, heal all friendly units, okay. Falls das überhaupt noch nötig wird, gucken wir mal. Nein, wir haben es auch so überstanden. Allerdings, naja, haben wir mal massig Hitpoints verloren und kriegen deswegen auch nur einen von 5 Sternen. Das ist nicht so richtig prickelnd gelaufen, aber wie ihr seht, man kann es auch durchaus mit 5 Sternen abschließen. Get all the awards. Was fehlt mir denn noch an Awards? Train 20 Ninjas und train 20 Elfen Arches. Alright. Ja, okay. Also das sind dann quasi Einheiten, die man ausbilden muss. Wie die Nahkämpfer mit dem fetten Hammer, die hießen die Warhammers, ich glaube, sie hießen einfach Warhammers. Statt den Warhammers hätte man halt auch Ninjas ausbilden können und wenn ich insgesamt 20 ausbilde, dann hurra, hurra, kriege ich halt dieses Achievement oder diesen Award und mit allen Awards kann man dann das Bonuslevel freischalten. Wie die späteren Level und die Bonuslevel und die weiteren Einheiten aussehen, das könnt ihr selber rausfinden. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.